In diesem kleinen Video werden wir uns mit einer Frage auseinandersetzen, die immer wieder mal in der Praxis auftaucht. In Wavi Profi 3 haben Sie die Möglichkeit, sogenannte Exporte durchzuführen. Sie können Ihren Artikelstamm, Kunden, Lieferantenstamm, wie auch immer, nach Excel exportieren. Das setzt natürlich auch voraus, dass Sie ein Office-Paket installiert haben. Hierzu sollten Sie nun Folgendes wissen. Wenn Sie bei Google einfach mal Office 3264 installieren eingeben, erhalten Sie eine Vielzahl von Treffern. Gleich der erste ist schon ein passender Link, den wir an dieser Stelle einfach anklicken. Wir sind nun auf der offiziellen Microsoft-Seite, auf der office.com-Seite. Hier erfahren Sie die Unterschiede zwischen den 32-Bit- und der 64-Bit-Versionen Ihres Office-Paketes. Was natürlich an dieser Stelle sehr, sehr interessant ist, denn es kann unter Umständen sein, dass wenn Sie eine 64-Bit-Version von Ihrem Office-Paket installiert haben, dass die eine oder andere Funktion, die Sie gern über das Wavi aufrufen wollen, nicht funktioniert. Das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass Wavi jetzt dran schuld ist, sondern dass einfach es Einschränkungen, das heißt Inkompatibilitäten in der Microsoft Office-Versionen, dass es die dort einfach gibt. So, Einschränkungen bedeutet, es funktioniert irgendwas nicht. Und Microsoft schreibt hier Einschränkungen bei der 64-Bit-Version von Office. Das bedeutet, 64-Bit-Version, da kann es sein, dass das ein oder andere nicht funktioniert. Und wenn wir nun in die Praxis wieder mal zurückgehen, wenn wir einen Excel-Export machen und wir wollen unseren Artikelstamm zum Beispiel exportieren, als ganz einfaches Beispiel, dann könnte es unter Umständen sein, dass Wavi sagt, hey, ich kann das nicht ausführen, oder es sagt, hey, Excel bringt mir einen Fehler oder dies oder jenes. Wenn Sie sowas haben, sollten Sie mal erstmal in Erfahrung bringen, ob Sie tatsächlich eine 64-Bit-Version haben. Denn Microsoft schreibt hier, dass sogenannte Declare-Anweisungen, das heißt Aufrufe von einem dritten Programm, also das heißt hier von einem Drittanbieter, dass die unter Umständen nicht funktionieren können. Auch das Standard-COM-CTL-Befehle, muss man jetzt nicht genau wissen, was es ist, ist halt vom Programmtechnischen her etwas, dass die unter Umständen nicht genutzt werden können oder nicht richtig funktionieren. Sollten Sie sowas haben, dass Sie sagen, okay, mein Excel funktioniert nicht richtig oder Exporte funktionieren nicht richtig, dann installieren Sie einfach die 32-Bit-Version und dann funktioniert das Ding wunderbar. Im Klartext, wenn ein anderes Programm als Excel darauf zugreifen soll, auf Excel, dann ist es von Vorteil, wenn Sie die 32-Bit-Version installieren. Wenn Sie sagen, nee, kein Programm der Welt nutzt mein Excel, also das heißt, nutzt die Funktionen von Excel, dann können Sie getrost die 64-Bit-Version installieren. Aber sobald Abhängigkeiten zu weiteren Programmen bestehen, sollten Sie die 32-Bit-Version installieren. Ja, das war's und bis bald.